Freunde. Heute ist mal wieder Wahlsonntag. Und weil wir Wahlsonntag haben, habe ich eine Wahlhymne für uns heute getextet. Die Melodie kennt ihr zum Mitsingen. Peter Maffay oder Karat. Über sieben Brücken. Sieben Wahlen musst ich gehen, sieben Wahrheiten mussten überstehen, siebenmal über sieben Wahlen musste er gehen, sieben Wahrheiten mussten überstehen. Siebenmal deckt er die Lügen auf, und dann wachten die Menschen auf. Über sieben Wahlen musste er gehen, sieben Wahrheiten mussten überstehen, siebenmal deckt der die Lügen auf, und dann wachten alle wieder auf. Über sieben Wahlen musste er gehen, sieben Wahrheiten mussten überstehen, siebenmal deckt er die Lügen auf. Und dann wachten alle Menschen auf. Ich hab mir's nochmal hier in meiner VfB-Decke gütlich gemacht. Hinter in meinem Tesla drin. Und jetzt hab ich grad bemerkt, liebe Alfdorfer. Also, liebe Alfdorfer, bis nachher im Gemeinderatssaal zur Auszählung. Ich mache einen Beitrag über BTV, Bürgermeister, Telemedialvision, werden wir. Also, bis nachher. Warum, sage ich natürlich jetzt nicht. Das mache ich dann nachher. Vorne ist mit zwei Drittel Mehrheit, ist es, wie ich prophezeit habe, entschieden, eindeutiges Ergebnis unter den beiden System-Zeitungsfavoriten hat die Spirit-Kommunikation verloren. Eindeutig hat die Agentur von Paulowitsch und Krötz hier das Rennen gemacht. Und Spirit Communication ist da leider verloren, wird natürlich für das VfB-Ergebnis Image-Schäden haben. Den Klopfer haben sie durchgebracht, den Schaffer in Plüderhausen haben sie durchgebracht und Siegern hat es leider nicht geschafft. Ich habe ihm gesagt, er sollte mal auch bei Kanal Telemedial oder hier bei uns ein Interview machen. Aber wenn man sich auf die Zeitung verlässt, das ist Tatsache, das Programm sieht ein bisschen komisch aus. Auch hier sieht man noch, wie auch bei der ganzen Wahl Thomas Hornauer wurde beim Zeitungsverlag nicht erwähnt und auch hier hat es Alfdorf geschafft, Thomas Hornauer unter Sonstiges laufen zu lassen. Auch hier sieht man noch, wie auch bei der ganzen Wahl Thomas Hornauer wurde beim Zeitungsverlag nicht erwähnt und auch hier hat es Alfdorf geschafft, Thomas Hornauer unter Sonstiges laufen zu lassen. Neuerdings heißt er vielleicht auch divers. Ne? Und
habe es irgendwie schon. Und jetzt kommt der Bürgermeister von Welzheim dazu, der Herr Bernler. Da fängt eigentlich schon fast an zu gratulieren. Ja. Und Herr Seeger sieht schon ziemlich geschlagen aus, aber er trägt die Sache wesentlich mehr mit Fassung wie der Herr Altenberger. 5.770 Wahlberechtigte. Das sind 68,04%.
Ronald Glück hat damit gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Herr Glück. So. Also, vielen Dank. Gerne. Zum Wohl. Zum Wohl. Danke für zum die Wohl. Auf die gute Runde. Hier, was ist das Gemeinderat aus? Das ist hauptsächlich. Ach so, und da? Personal, Rathaus. Also, dann, liebe Alfdorfer, nochmal vielen Dank, ja, vielen Dank für die schöne Wahl. Na? Also, ich muss sagen, es war die schönste. Echt, es war die schönste Wahl. War super. Vor allen Dingen der erste Teil, den ich aus Thailand gemacht habe. War sehr komfortabel. Gerne. Vielen Dank. Ich habe das gerade aufgenommen und will es vorstellen. Wir haben ja nur gehabt. Also, so ist es in Alfdorf, das ist einfach mein Bergvolk.